Ich habe in einem meiner ersten Videoblogs zum Thema Boxspringbett berichtet und habe damals gesagt, dass der Unterbau eines Boxspringbettes, also die Box, gar nicht so entscheidend ist, wenn die Matratze vernünftig ist. Da muss ich mich leider korrigieren, denn es haben sich andere Dinge gezeigt. Ich hätte dazu sagen müssen, dass das nur dann stimmt, wenn auch die Qualität der Box vernünftig ist. Mittlerweile entsorgen wir fast wöchentlich Boxspringbetten, die nicht älter als 3 Jahre sind, bei Kunden, die irgendwo gekauft haben und mittlerweile deutliche Liegekuhlen und Rückenschmerzen haben, weil die Box unten drunter nicht stabil ist. Das Problem ist, da kann man den Topper austauschen, man kann die Matratze austauschen, es funktioniert einfach nicht. Der zweite Punkt ist, dass die Box unten drunter auch ergonomisch eine Rolle spielt. Mittlerweile gibt es Hersteller, die einfach Boxen bauen, die so gut einstellbar sind, dass 2 verschiedene Personen auch auf einem Boxspringbett klarkommen. Bei Boxspringbetten ist es meistens so, dass die Boxen unten drunter, also die Namensgeber des Bettes, nicht zuniert sind bzw. keine sehr starke Schulterzone haben. Und heutzutage ist es nun mal sehr häufig so, dass Leute unter Verspannungen neigen. Und es hilft da nicht wirklich nur ein vernünftiges Kissen, sondern das Bett und auch das unten drunter spielen eine entscheidende Rolle. Und wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt ein Boxspringbett haben, aber trotzdem eine individuelle Einstellung, eine vernünftige Schulterzone mit allem drum und dran, dann gibt es Systeme, wo ich das ganz individuell verstellen kann. Das heißt, nach einer Vermessung setzen wir die Box so hin von der Schulterabsenkung, Taille-Unterstützung, Becken, dass es einfach perfekt passt. Das machen wir, aber auch im Nachhinein kann man was verändern. Dafür gibt es so einen Schlüssel, eine Einstellung. Das erklären wir aber dann. Das heißt, ein Boxspringbett ist auch individuell einstellbar. Die Box spielt wirklich auch eine entscheidende Rolle. Und wenn man sagt, mir gefällt das Thema Boxspring wunderbar, achten Sie auf die Qualität und wenn es ergonomisch dann doch richtig optimal sein soll, nutzen Sie eine Box, die auch wirklich ergonomisch einstellbar ist.